verfluchen nur. Sie bewegen sich Macht nicht wirklich, nichts. sondern verfluchen sie. Boah. Ich nehme an, Aber du tötest alle. den Elite und ich töte die anderen ich zwei. Ich hab schon gesagt, dass ich. Hey, und sie machen Ass. So. Ich nutze die obere Hälfte von Stunshot und werde wahrscheinlich den Elite stunnen. Du greifst die beiden anderen an, hast du gesagt. Ja, ich töte die zwei anderen. Detect 5 meinst du? Und mit dieser Streitaxt. Ja, ja, ich weiß schon, ja. Okay, ja, passt. Dann stunne ich jetzt hier mit den Elite. Ich mache einen Angriff 1 auf ihn, nur pro forma, weil der wird nichts ausrichten. Der richtet nichts aus, überraschenderweise, aber der Elite ist nicht mehr gemarvelt, doch, er ist immer noch gemarvelt, aber er ist vor allem auch gestunt. Das heißt, ich habe dafür gesorgt, dass das schöne Marv wird. So. Aus die untere Hälfte von Toxic Bolt, um mich um 1 auf die Münze zu bewegen, glaube ich. Nein. Ah ja, und dann setze ich meine Stamina Potion ein und hole mir zwei Karten mit auf die Hand zurück. Aber da schaue ich mir noch an, welche während der Andi sind. Okay, ich werde also zuerst von Sex verwenden. Und dann brauche ich wahrscheinlich meine Schuhe auch. Schauen wir mal. Nein, ich brauche sie nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Komme ich mit 5 daher, ohne Hüpfen. Voilà. Dafür kriege ich jetzt mal eine Erfahrung und eine Karte ist gelostet. Leider. Eine Erfahrung. So. Und jetzt verwende ich mit der Streitaxt einen AOE-Angriff mit Attack 5. Und ich fange an mit Warte, nimm vielleicht die Eagle Eye Goggles. Ja, sicherheitshalber kann ich das machen. Das ist recht. Aber warte mal, wie viel Leben haben die zwei noch? Nee, das Beide, schaffe ich. Der eine hat ein und der andere hat zwei Lebenspunkte. Ich bin mir nicht ja. Ja, na okay. Ja, das ist schon sehr nützlich. Die haben zwei Shields. Ja, ja. Da gehe ich durch. Und der wird wahrscheinlich durch. Wir wollen den Patzer nicht haben. Ja, ja, der Patzer, den wollen wir nicht, genau. Auf welchen gehst du zuerst? Auf den 5er zuerst. Mhm. Okay. Das heißt, ich mache 6 Schaden, er ist tot. Also er hat 2 Shield, aber das ist. Gehe ich einfach durch, ja. Und der ist auch tot. Was ist dieses Symbol, was du da hast? Bildest dich um 1. So. Übrigens, Michi, alle deine Models waren irrelevant. Du darfst das Schild noch übrigens gleich als daher legen, falls es relevant wird. Was für ein Schild? Ja, bei der Karte, bei der Angriffskarte kriegt er ein Schild. Hab ich lieb und gib den. Hab ich ein Schild? Gute Nacht. Gute Nacht. Gut. Falls es relevant wird, ich habe jetzt ein Ziel. Gut. So, ich habe die Münzen hingelegt. So, jetzt ist der. Dein Zug ist ja fertig, gell? Ich überlege mal, ob ich mir zwei Karten zurückhole. Ja. Nein, das kannst du überlegen, während ich den letzten Living Spirit mache, weil der ist gestunt und macht nichts. Das war sein Zug. Das heißt, er erzeugt, glaube ich, nicht immer noch. Das ist interessant, er erzeugt nicht immer noch Eis. Nein! Das hättest du gebraucht, gell? Naja, gebraucht. Das, ich hätte was machen können damit. Aber ich muss mir sowieso noch überlegen, welche von den Karten ich weglege. Ja, jetzt sind die Long Rests dran. So, eine Erfahrung will ich nur. Die wahrscheinlich. Und der hier. Wenn die Long Rest ist jetzt dran, das ist, ich kann mir schon eine Karte aussuchen, die ich ablege. Heile mich dann noch bei. Ich tue deine Rüstung wieder antappen, nachdem ich sonst nichts zu tun habe.
Deck. Da muss man das dann pushen noch wegwerfen. Hab ich gerade genutzt. René, du wirst jetzt im kommenden Zug, nehme ich an, dir deine Lost-Karten wieder zurückholen. Ja. Und dich bewegen? Eigentlich nicht, nein. Weil wir sollten jetzt strategisch auch überlegen, wie wir weiter vorgehen. Weil ich habe gerade drüber geschaut, vor allem der Michi und ich sind schon knapp bei Karten. Wir haben beide nur noch 6. In welche Richtung gehen wir als erstes? Das ist nämlich genau die Überlegung und ich würde vorschlagen, diesmal teilen wir uns auf. Wenn es sich nicht mehr ausgeht, dass wir alle in einen Raum gehen und dann noch in den anderen kommen. Ja, wer geht mit wem? Also ich würde vorschlagen, der Michi mit mir, weil ich habe noch einige Heilungen und er braucht am meisten. Na, aber das Problem ist dann halt das, dass... Ich meine, der Andi und ich, wir machen mehr Schaden als ihr. Aber dafür halte ich eigentlich nicht wirklich was aus. Was? Der Andi kann aber tanken. Andi, du bist gerade aus dem Spiel rausgeflogen, ja? Ich sehe es gerade. Oh Gott. Ich meine, es ist eh nicht wirklich ideal, wie ich jetzt meine Karten zurückhole. Rein theoretisch könnte ich es auch anders machen, aber das Problem ist, ich habe keine gescheiten Angriffskarten mehr. Was? Das habe ich mir tatsächlich überlegt, aber das Problem ist, wenn ihr Karten braucht, dann ist das doof. Was? Ich würde das sogar nochmal überlegen. Du musst ja jetzt nicht angreifen in nächster Zeit. Wir haben nur noch diesen einen Living Spirit, den werden wir schon wegkriegen, der hat noch ein Leben. Und dann geht es vor allem einmal um Bewegungen und dann erst die Räume öffnen. Und so lange können wir vermutlich schon warten. Ja, das, was ich jetzt gerade mache, ist schon sehr lustig. Das will ich schon machen. Hat nichts mit dem Living Spirit zu tun. Hält irgendwer den Living Spirit? Ich tu's ja nicht. Ich könnte ihn wieder stunnen. Ich kann ihn killen. Okay, gut. Ich werde jetzt jemanden heilen, und zwar ordentlich. Das müssen wir aber noch überlegen gehen, je nachdem wer lieb ist. Naja, den Michi. Hat schlechte Chancen. Dich? Also dich dann im Endeffekt, wenn du mich hier nicht heilen kannst. Andi, wir zwei gehen nach oben. Nachher. Naja, die Frage ist, ob wir das wirklich so machen sollen. Weil wir wissen ja nicht einmal noch, wir gewinnen das Szenario, wenn wir den Propheten killen. Der Prophet könnte in einem von den beiden Räumen sein. Oder beiden. Es könnte so sein, dass er, und das ist anzunehmen, in beiden ist, weil er ja ein Spiegelbild erzeugt hat und dass wir beide... Ich habe ein Problem, Leute. Ich habe keine Loot-Karte. Du hast keine Loot-Karte? Das ist ein Problem? Ja, ich verstehe das gar nicht. Das muss dich nicht stören, ich habe noch eine Loot-Karte. Ich würde ja, das ist mein Trost. Verschieben. Ich halte es momentan. Ja, also ich werde... Ich halte es ja, wahrscheinlich, dass wir das Szenario nicht schaffen. Also bitte persönliche Ziele hintanstellen. Wir müssen uns, glaube ich, wirklich konzentrieren oder zusammenreißen, dass wir das schaffen. Ja, ich würde mich mal in die Richtung bewegen. Okay, dann nehme ich doch den Michi mit mir mit. Weil ich wollte auch Richtung Norden gehen. Oder dann Michi oder ich. Ja. Na, es sollte einer von den relativ starken Nahkämpfern mit jeweils dem Hartmann und mit mir in eine Richtung gehen. Wenn wir das Szenario nur schaffen, wenn wir beide Räume schaffen, dann verlasse ich mich sehr ungern auf den Andi und auf den René, dass sie den oberen Raum schaffen ohne meine Hilfe. Oh, du bist so arm. Ich kann keine großen Sprünge machen. Ich werde mich eher in die Richtung bewegen mit dem Hartmann. Ja, nein, ist das mit dem Aufteilen akzeptiert nicht, dass ich nachher wieder schuld bin? Nein, ich auf jeden Fall aufteilen. Andi, ich hoffe, dir ist bewusst, dass wir zwei den Typen im Norden schneller fertig machen müssen als die zwei. Warum? Einfach nur, um dem Hartmann zu zeigen, wie cool wir sind. Warte mal.
wenn ich den töten soll, den hier, dann muss ich ja zu ihm hingehen. Ja. Aber ich kann mich kaum bewegen, ich sollte relativ zügig darauf gehen. Dann kann ihn schon jemand anderer killen? Weil ich habe nicht mehr viele Bewegungskarten. Okay, folgender Vorschlag. Ich könnte ihn jetzt im Vorübergehen stunnen, wenn er der Michi nächste Runde im Vorübergehen killen kann. Nein, das stimmt eigentlich nicht. Ich will ja jetzt heilen. Na, ich werde mich selber, schau, die Runde würde ich mich selber heilen. Nein, aber ich habe von meinen vier Karten zwei schöne Heilkarten. Das heißt, ich möchte diese und nächste Runde heilen, damit ich das gut nutze. Das heißt, ich will diesen Stun-Angriff. Wollte ihn wirklich jemand von. Also, ich kann ihn nicht killen. Ich bewege und heile. Mehr mache ich nicht die nächsten beiden Runden. Wie viel Leben hat er noch? Eines. Drei Schild. Das heißt, du musst 4 Punkte Schaden machen. Ich sag so, ich kann auf meine eigene Heilung verzichten und ihn angreifen, ja. Ein Wunder oder irgend sowas wäre. Ja, ich würde ihm die Wunde schlagen. Verlierst du die Karte? Nein. Dann solltest du das machen, ja. Ich heile dich. Ich heile dich die nächsten beiden Runden, Michi. Okay, gut, dann bewegen wir uns dahin und die anderen zwei bewegen sich dahin und fertig. Und schau, dass du früh dran bist, Michi. Ich bin früh dran. Ja. Vor ihm. Ich bin früh dran. Achso, das ist die Karte, ja. Aber ja. Achso, Warte mal. Ich bin relativ früh dran. Oder so. Ja. Im schlimmsten Fall greift er hoffentlich nur einen von uns an. Ja. Was ich mehr mache. Ja. Das heißt, der Micha und ich gehen nach unten und der René und der Anne gehen dann nach oben, ja? Und wir hoffen, dass das eine gute Strategie ist. Das wird schon passen. Und wenn es nicht passt, passt es nicht. Dann müssen wir das Szenario halt wiederholen. Gibt's eine Dings, gibt's bei dieser Tabletop-Simulator-Kampagne die Option, dass man scheitert bei einem Ding, oder macht man es einfach dann nochmal? Wenn man es verliert, macht man es einfach nochmal. Okay. Das ist das Schöne an dem Spiel ganz generell, man kann nicht endgültig verlieren. Außer mit irgendwelchen Optionen. Okay, also das heißt, wenn du das Brett hast, ist es auch so, dass du es dann nochmal machst einfach, oder? Grundsätzlich ja, außer es gibt eine optionale Regel, die ich versuche bei uns durchzusetzen, dass man endgültig sterben kann. Aber wenn man die nicht verwendet, dann und man scheitert, egal wie, dann spielt man. Weil in ähnlichen Spielen ist es oft so, dass wenn du es nicht schaffst, dass du dann einfach in der Kampagne anders weitergehst. Verstehst du, was ich meine? Nein, das ist da nicht so. Okay. Ich kann es mir ungefähr vorstellen. Aber es ist da nicht so. Man macht einfach das Szenario nochmal oder man macht ein anderes, wenn man meint, man schafft es nicht. Aber vielleicht liegt das auch daran, die Dinger, die ich kenne, da gibt es immer einen Spieler, der quasi die NPCs spielt. Ja. Das ist ja bei Gloomhaven nicht so. Was? Das Tabletop, das du gespielt hast, Michi? Heroes. Heroes? HeroQuest, oder? HeroQuest, Entschuldige, HeroQuest. Ja. Da dürfte es auch so gewesen sein, da spielt auch einer Meister. Ja, ne? Ich glaube schon. Hast du es auch gespielt, oder? Nein, ich habe es nicht gespielt, aber ich kenne es vom Prinzip her. Und ich habe für den für die Spielezeitschrift habe ich eins getestet, so ein Star Wars Spiel, Star Wars Stormtroopers oder so, irgendwie nennt sich das. Da ist es genauso. Also einer spielt die Dark Side und die anderen spielen die Jedis. Genau. Und wenn der Darkseid-Typ mit seinen Typen gewinnt, dann geht's anders weiter, als wenn die Jedis gewinnen. Danke. Ich glaube, bei HeroQuest war es so, dass das Spiel, dass du rausfällst. Ich glaube, du warst. Oder nur für die Map. Nein, ich glaube, du bist sogar rausgefallen, du warst dann tot. Andi, bist du da? Ja. Ich bin da, ja. Na, wir warten auf dich. Wir tratschen hier, damit wir die Zeit quasi überbrücken, weil. Ich war gerade mit meinen Gedanken woanders. Ah, okay. Also gut. Du brauchst niemanden. Soll ich die Tür jetzt schon aufmachen? Ich stehe dann halt mitten in der Tür. Nein, soll ich die Tür jetzt schon aufmachen? Das ist die Frage. Ja. Also ich gehe nicht jetzt in diese Richtung. Ich kann mich nicht bewegen in diese Runde. Aber dann stehe ich mitten in der Tür. Sag ich nur. Gar nicht bewegen. Ich bewege mich gar nicht diese Runde. Aber nächste Runde kannst du dich schnell bewegen. Nächste Runde bewege ich mich wahrscheinlich schnell, ja.
Ich habe ein paar nette, schnelle Bewegungskarten. Ja, das war die Antwort. Also ich komme dann nächste Runde locker direkt hinter die Tür. Und wenn ich früh dran bin, und das kann ich, weil ich habe diese Schuhe, damit kann ich meine Initiative um 10 senken oder erhöhen, dann kann ich dir auch Gutes tun, indem ich zum Beispiel reinschieße. Okay. Die Frage ist, finde ich, ob man mit dem Boots of Speed die Initiative bei einer Long Rest auf 89 senken kann. Das fände ich cool. Warum solltest du sowas machen? Ich weiß nicht, aber ich glaube, es müsste gehen. Ich glaube schon, dass du es könntest. Ach so, aber das kann ich nur einmal machen, verdammt. Ich habe gerade ein Blackout. Na doch, die kann man tappen. Mit welcher Karte mache ich? Mit welcher, so oft wie ich Long Rest mache. Groß? Was? Das heißt groß, mit Plus machst du sie größer. Nein, mit welcher Taste sehe ich meine Karte? Alt. Ich weiß auch nicht. Alt habe ich jetzt vergessen. Alt, da ist alt, genau. Stimmt, funktioniert. Damit kannst du alles andere anschauen. Ja, wenn du so Details sehen willst, eine Wunde zum Beispiel. So habe ich mir vorhin auch angeschaut. Nein, ich habe mir das Model angeschaut. Ich mag Fragezeichen. Okay. Eines ist verkehrt rum. Was von den Fragezeichen? Naja, wirklich. Quasi ein gemaddeltes Fragezeichen. Gemaddeltes Fragezeichen. Wenn man das flippt, ist es dann richtig? Genau. Ja, man muss es flippen, dann ist es richtig. So, ich hab's wieder kaputt gemacht. Ah, Hartmann. Ich mag's richtig, so kurz. Nein, so kurz schon gar nicht. So, mit der Frau. Ich bin mit 17 dran. Warte mal, naja, aufdecken. 29, ja, okay. Was macht der Living Spirit? Er ist früh dran und macht Standard. Macht Standard? Aber ich glaube, der nicht killt ihn. Ja, ich kill ihn vorher. Hoffentlich. Erst. Ja, ah, auf 4 und ah, so. Ich sehe schon, sehr gemein. Okay, ich fange an, ja. Ich könnte jemanden um 5 heilen, in Reichweite 3 von mir. Das ist jeder. Andi, wie geht's dir? Dem geht's gut, gell? Relativ. Mich also, dir geht's schlecht. Ich kann 5 Heilung auf jeden Fall einstecken, falls niemand anderer nehmen. Ah, sehr gut. Hartmann, du kannst dich wegbewegen sogar, oder? Ja, das wäre ich auch. Warte mal, stopp. Ich glaube, ich bin der Einzige, der 5 Heilung einstecken kann. Du wirst dich nächste Runde selber heilen, gell? Ich hab jetzt, also scheiße, ich hätte da was anpacken können, jetzt sehe ich es gerade. Ah, blöd. Naja, nein, ich heile mich nächste Runde nicht selber. Du gibst die Karte her, um ihn zu killen, dann heile ich dich. Ja, genau. Andi, du musst mit den 11 durchkommen, sorry. Ja, ist aber eh klar. Aber ich hätte es anders das Team Süd ist schon gemeint zu uns. Ja, und dann ziehe ich 4 Felder, und zwar hierher. Und der Andi kriegt, nicht der Andi, der Michi kriegt 5 Leben dazu. Und ich verbrauche die vorletzte Anwendung von Brot und Brotkrust dafür. Das war also die obere Hälfte von Restorative Mist und die untere von Crankbow. Und ich bin fertig. Aber ich werde trotzdem, trotzdem anders machen. Ich wollte gerade noch einmal sagen, das Team Süd, nicht nur heilt es uns nicht, nein, es macht uns sogar Schaden, weil du mit den 2 Bewegungen dahin rennst. Stopp, warte mal. Nein, ich mach schon anders, keine Sorge, ich mach das. Das ist eh kein Problem. Selber, mach ruhig Dings. Was? Was? Nein, ich heil mich nicht selber. Jetzt selber. Ich kill das Vieh. Nein, er killt das Vieh. Lass ihn nicht killen. So, bin ich jetzt dran. Ja. Du kannst auch ruhig mir Schaden machen, das passt schon. Der Zauberer soll ruhig mal sehen, was Schmerzen sind. dieses feige Schwein versteckt sich immer. Die daher. Mit der unteren Hälfte von Massive Boulder. Ja. Verwende Jack Sword. Ich dachte, du willst ihn killen. Dann kannst du nicht die untere Hälfte von. Okay. Jetzt kommt die obere Hälfte von Rumbling Advance. Ich nehme Jack Sword. Ja, mach eine Standardattacke und verwunde ihn. Oh, ja, trotzdem eine Karte ziehen. Ja? Zieh eine Karte, auch wenn es relevant ist. Zieh eine Karte, auch wenn es relevant ist. Eine Karte, minus 2, ich mach 0 Schaden. Ja, lange eine Wunde. Sehr gut. So. Das war dein Zug. Mit ist mein Zug beendet, nicht ja. Schlecht. Du hast es geschafft, keine Erde zu erzeugen. Ja. Das ist geil. Wollte mich eigentlich heilen, ja.
Nein, ich bin super. Ja. Du hast da 3 von den 4 Hälften haben Erde erzeugt. Ja, ich ärgere mich, hätte auch den einen Schaden machen können mit der Rumbling Advance. Ja, hätte. Ja, aber ich habe jetzt. Und ich wollte eigentlich die 4 Bewegungen ausnutzen, aber es ist so geschickt, aber dann ist das Ding weg. Das ist fast schon, ja. So, und der ist als nächster dran mit Initiative 48 und stirbt, bevor er was machen kann an seiner Runde. Ausgezeichnet. Eine Münze hinlegen, den können wir wieder in den Beutel geben. Und jetzt ist Team Nord dran. So, der kommt in den Beutel, ja. Ja, ich will gar nicht sagen, was ich Böses jetzt mache. Zuerst setze ich die untere Seite von Coldfire ein. Und holen wir mal, den ganzen Loot. Das ist so super, das taugt mir. Holen wir mal den ganzen Loot und dann hole ich das mir. Das Beste ist die Kombination mit Reviving Aether. Und dann hole ich mir meine ganzen Karten zurück mit dem Reviving Aether. Ich habe 2 Karten. Super. Das hat echt Stil gehabt. Findest du? Ich weiß nicht. Es ist einfach der nur fies. Der andere ist auch ganz baff. Der ist ein Meister des Lootens, aber sowas hat er noch nie gesehen. Ich tue mein Bestes, Andi, um unser Team gut dastehen zu lassen. Einer muss es ja nehmen. Ja. Nord hat gerade ordentlich zugeschlagen. So, und du bist weg, Karte. Ich leg die Karte daher, aber ich weiß, dass sie wirklich weg ist dem Spiel. Es gibt eh keine Möglichkeit mehr, Lost-Karten zu kriegen. Ich weiß nicht, hast du nicht noch, eingesetzt? Okay. Das ist bei mir schon lost. Aber es steht eh unten bei der Karte ein Symbol. Ja, ich weiß, du darfst sie nicht wieder ins Spiel nehmen. Das wird die irrtümlich. Verdammt, jetzt habe ich wieder so viele Karten. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Haben wir irgendeine Energie gerade? Nee. Keine Erdenergie vor allem. Okay. Naja, dann gehe ich mit ganz doppelter Charge 2 Felder nach vor. Mhm. Das war's. Ja. Ich dachte, du machst jetzt die Tür auf. Schon blöd. Hey, wir haben. Hartmann, du kannst mal meine Lost-Karten dann geben, gell? Nein. Also, discarded, Entschuldige. Discarded. Wieso legst du die da rauf, Andi? Weil ich ursparen muss mit meinen Karten. Okay. Ich bin urknapp schon. Okay. Ich guck. Aber ja. Ich werde jetzt also ich komme direkt hinter die Tür, wenn du willst. Ich werde jetzt wahrscheinlich die Türe öffnen, Michi. Machst du die Tür auf, dann schaue ich, dass ich eher spät dran bin. Ich werde früh dran sein, Michi, die Tür öffnen und dann wieder abhauen. Dann komme ich auch spät dran. Nein, ich komme deswegen später dran, weil wenn ich vor dir dran bin, ist das blöd, weil dann ist die Tür noch verschlossen. Aber wenn ich nach dir dran bin, dann ist die Tür vielleicht schon offen und ich kann reinschießen. Deswegen. Ich kann so mittel früh von mir fahren. Ja, ich habe eh so späte Karten und im schlimmsten Fall kann ich noch immer meine Schuhe einsetzen, dass ich noch später dran bin. So, ich überlege nur gerade, was ich da am besten einsetze dafür. Fürs Vorgehen nehme ich René? Ja? René? Ja? Was hältst du davon, wenn ich jetzt den Wind erzeuge und du jetzt dir dann das auslegst mit dem Plus 2 nach dem Angriff? Das könnten wir machen, ja. Ich bin ziemlich früh dran jetzt. Dann mache ich das anders. Das Problem ist nur, du kannst dich nicht bewegen, gell, wenn du die auslegst, gell? Oh ja, klar kann ich mich bewegen. Ich muss mir die nochmal anschauen kurz. Super, dann ist das wahrscheinlich jetzt eher am besten. Aber ich schieße dann nicht rein, dann wäre es eigentlich eh wurscht, ob ich auch früh dran bin, aber... Wenn ich die ausspiele, kann ich nicht angreifen. Aber stimmt, das macht natürlich Sinn, dass ich die jetzt ausspiele. Ja. Andi, es ist wurscht, wann du dran bist. Ich werde nicht reinschießen. Okay, nicht reinschießen. Ja. Okay. Er bereitet vor. Ich bereite vor, dass ich nachher, wenn ich reinschieße, mehr Schaden mache. Ja, müsste ich wahrscheinlich eine Runde irgendwie am Leben erhalten müssen, wenn ich eine Long Rest mache. Nein, dann kann ich einen massiv machen. Ich werde dann nachher. Schauen wir mal. Also weißt du,
Weil ich habe jetzt nur, ich muss ja dann eine. Gut, ich kann eine Schwarzfest machen, ja, passt schon. Okay. Kann auch eine Wunde schlagen, hat man vergisst das, ne? Also, wenn ich Longrest mache. Ja. Nur ja. Der Punkt ist der, ich heile dich jetzt auf Maximum hoch in dieser Runde. Ja, schau mal. Boah, ich komme wieder so supportive vor heute. Jetzt dem einen, wo ich das Element support und dann heile ich die ganze Zeit um 5 Punkte. Also mich aus dem Tun nicht die ganze Zeit geheilt. Ja. Nein, ja. Irgendwo habe ich auch Limits, Andi, sorry. Er mag dich einfach nicht, Andi. Genauso wie er mich nicht mag. Ich gebe dir trotzdem deinen Wind jetzt. Oh, du aber bist so süß, Hartmann. Ja, wir haben alle auslegen, oder? Ja, ich glaube. Gut, die Monster ziehen diesmal nix. 20. Ich darf wieder anfangen. Ja, sind sie mal so früh dran? Nein, ich fange an mit meinem Move 4. Ich mache eine Bewegung und öffne hier die Tür. Oh, ist der der Raum? Wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich auch runtergegangen. Genau. Es wird sich irgendwas passieren. Ja. Was? Müssen wir irgendwas lesen? Ja, wir müssen was lesen. Ausgezeichnet. Bei zwei. You see the prophet standing at the back of a small room at the end of the hall. No doubt, she also stands at the back of the other room at the end of the other hall. You finally have her cornered, but she doesn't look concerned. You do not understand the infinite strands of time spreading out in all directions, she states. You cannot hope to defeat me. Special rules. Immediately open the other door. Okay. Sorry. Ja, passt schon. Wow. Jetzt hast du mir das weggegeben. Ja. Wie soll ich da weiterlesen? Wo ist denn das hin? Ah, da. Immediately open the other door. Both the elite cultists on the two B tiles together are the prophet. They each have Zahl der H Helden. Mal C, was ist H? Humans mal. Achso, nein, es steht dann E, was H und C sind. Also C ist die Zahl der Charaktere. Die Zahl der Charaktere mal der Stufe oder so irgendwie halbe Hitpoints, rounded up. Ja. Wer H ist ein, ah ja, ist ein Elite Cultist Regular Hitpoint Value at the end of each round. Remove damage from the more damaged of the two cultists until they have the same amount of damage and remove any negative condition that is not affecting both of them. Puh. If one of the cultists has damage equal to or greater than its hit points, it only dies at the end of the round after the cultist's hit points are evened out. Wow! Das ist ja urgemein. Ja, wir müssen sie gleichzeitig killen quasi. Wir müssen sie gleichzeitig killen und auch gleichzeitig verwunden, wenn was verwundet wird. Mm-hmm. Ja. One can only die if the other also dies. In addition, the prophet gains advantage for all its attacks. The Prophet cannot enter or pass through doors. Okay. Zwei. Sonst würden wir sie irgendwo zusammenführen, das will das Spiel scheinbar nicht. Na gut, warte, dann legen wir mal hier auf. Das sind zwei. Ja, aber es gibt uns auch die Möglichkeit, uns vor ihr zu verstecken. Im schlimmsten Fall. Aber das macht nicht viel Sinn. Was? Ja, weiß ich nicht. Ja, kann schon sein, dass es nicht viel Sinn macht. Es kostet nur Zeit und Zeit ist unser Feind. Ja. Okay. Ja, dann so, gibt die Kultistin hier. Level 3. Da stehen aber zwei Leben, Sachen gell? Drinnen in dem Ding. Ja, die hat warte noch mal, 13. Einen Living Spirit. Ja. Oh, die hat noch so einen Living Spirit dabei. Uah, gruselig. Habt ihr Kultist? Warte mal, Leute, habt ihr das gecheckt? Es geht nur H ist ein Elite-Kultist. Regulärer. De facto. Ja, doppelte Hitpoints eines Elite-Kultisten hat sie. Da habe ich so C, was ist C? Zahl der Charaktere in dem Szenario. Ja, durch 2 also dann, ja. Das heißt 13 mal 4, genau. Ja. Durch 2. 26. Nein, 13 mal 4, ja, 26 bleiben über, ja. Mhm. Ja. Weil du nimmst ja nur die Hälfte. Ja, trotzdem schier. Ja, schier. Recht viel. Aber sie hat kein Schild.
Im Gegensatz zu dem depperten Spirit. Kultist 1 und 3 bitte. Kultist 1 und 3 bitte. Ja. Ah, das Aufteilen war aber gut. So, außerdem wir spielen zu viert, wir haben 3 Elite Living Spirits. Kriegst du es mit dem Sack dazu, bitte? Ja, Rückschlagen irgendwie und so. Leute, das schaut schlecht aus. Wie viele Lebenspunkte hat die? 26? Ja. 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 Irre. Ja. Ja, ja, schon klar. Nicht umsonst wird mein Obermarker. Oder ist da eine Falle, eine Spike Trap auch noch? Ja. Die macht. Schau mal, wie viel Schaden die macht, ich glaube. Gott, Living Spirit. Die muss man wohl auch noch spielen. Ich nehme mal an. Es ist einfacher, eigentlich Living Spirit umzubringen. Ja, drei Schilden. Wir gewinnen das Szenario, wenn der Prophet stirbt. Also wir müssen die Living Spirits nicht töten, um das Szenario zu gewinnen. Aber wenn ich bedenke, wie viel Schaden die vorhin Schaden gemacht haben. Warte mal ganz kurz, der Prophet, bekommt er eigentlich gespiegelten Schaden, habe ich das richtig verstanden? Nein, nochmal zur Erklärung. Am Ende der Runde, also die beiden Propheten werden getrennt behandelt, die beiden Kultisten grundsätzlich. Mhm. Also wir hauen sie jeder für sich, aber am Ende der Runde werden die Lebenspunkte abgeglichen. Der von den beiden weniger Lebenspunkte hat, kriegt dann wieder Lebenspunkte dazu, bis er so viel hat, wie der mehr hat. Wenn nur der eine getroffen wird und der andere nicht, dann kriegt er wieder die vollen Lebenspunkte zurück am Ende der Runde. Das heißt, sie müssen schauen, dass wir immer beide treffen. Das ist auch in genau. Ja. So, ich habe noch 3 Bewegungspunkte und wir decken jetzt einmal für die Living Spirits und die Kultisten auf eine Karte. Das heißt, wir sollten relativ bald auch Wunden schlagen. Naja, ja, und zwar auf beiden Seiten vor allem, weil sonst ist die Wunde wieder weg. Sind, So. Ah, okay. Okay, wir haben schon ein Problem. Boah. Ja, aber der Kultist kriegt 2 Schaden und Living Bones sind jetzt nicht die schlimmsten Viecher, soweit ich mich entsinnen kann. Stimmt. Verdammt. Und das ist ein Problem. Ja, die sind wirklich ein Problem, das stimmt. Okay. Ja, wurscht, jetzt noch 3 Bewegungen und die Frage ist, ob Abhorn was nutzt. Der Living Spirit bewegt sich 3 Felder in die Tür hinein und dann bin ich in Reichweite. Na super. Und greift mit plus 1 an. Okay, aber er geht zurück. Ja, aber dann geht er auf die Spike Trap. Kann man schauen, dass er auf die Spike Trap geht? Er geht nicht drauf, er kommt ja daneben vorbei. Okay. Ich komme nicht aus seiner Reichweite raus und das tut weh. Das tut echt weh. Du kannst hinter mich gehen, wann ist er dran? Er ist nach mir dran. Ja, aber was kannst du groß machen? Ja, ich gehe nach vor. Brauchst du nur hinter mir stehen? Ja, dann musst du ihn halt tanken. Was hast du jetzt vor, René? Ja, ich kriege einen Schaden weniger. Wie du dir das anschaust, ich habe die obere Seite von Crackling Air dort liegen. Wenn der Hartmar Wind macht, kann ich Crackling Air spielen, dann mache ich mache ich 4x plus 2 Schaden bei meinem Angriff. Okay. Wo wirst du wahrscheinlich hingehen, Michi? Und das untere von Impaling Eruption, das ist auf 4er Bewegung. Ich gehe einfach 2 Felder vor. Also rein theoretisch kann ich bis hierher kommen. Ich gehe daher. Ja, und ich werde nachher meinen Fernkampf. Ich bin mir nicht sicher, ob es sinnvoll ist, dass ich da vorgehe, obwohl ich bin nach dem Living Spirit dran, also so gesehen. Und auch nach dem Kultisten. Wir müssen auf beiden Seiten überlegen, ob wir Möglichkeiten haben, jemanden in die Falle zu ziehen, vorzugsweise den Prophet. Du bist nicht nach dem Living Spirit dran, du bist hier dran. Was? Wann ist der Living Spirit dran? 75. Er ist auf 75 dran. Rein theoretisch könnte ich sogar nach ihm dran sein, wenn ich wollte. Wie greift der an?
Move minus 1, Attack plus 1, Range minus 1, Heal 1. Na, servus. Den Living Spirit sollten wir auf jeden Fall nicht jetzt angreifen. Ja. Weil der heilt sich sowieso noch einmal. Range hat der 4, das heißt dann hat er Range 3. Und Move hat er ja, auch minus 1. Bewegung 3 und Reichweite 3, bist du irre. Er erreicht es. Ja, versuch, das ist das versuch nach hinten zu gehen, Ande. Ja, aber ich habe keine Bewegung. Wie komme ich denn dann wieder nach vorn? Die kommen komm eh. Nein, zumindest der Living Spirit nicht kommt. Aus dem Raum heraus. Ja, der Kultist kann sich daher bewegen. Ja. Wir da auch. Nur das Problem ist halt das, der Kultist ist schwach als Kämpfer, aber er beschwört immer weitere Living Spirits, wenn wir nicht schnell was tun. Das Problem ist, wir müssen quasi durch die Living Spirits durch auf den Kultisten möglichst schnell möglichst. Ja, und vor allem, wir müssen die Angriffe abstimmen wegen einem Schaden. Das ist auch ein Thema. Also, ich habe einen Angriff, der, wenn ich Feuer habe, eine Wunde schlägt. Wunde ist das, was 1 pro Runde Schaden macht, oder? Ja. Ich kann eine Wunde erst nach einer Long Rest machen. Gut, naja, ich kann das jetzt eh nicht machen, weil ich habe jetzt eh kein Dings. Ich habe jetzt eh kein. Was? Wer heilt sich? Der Living Spirit heilt sich. Ja, der ist jetzt einmal. Übrigens, ich habe was vergessen. Ich habe Potent Potables verbraucht letztens auf dem Michi. Die Karte ist weg. Ich kriege noch eine Erfahrung. So. Nächste Runde könnte ich Feuer machen und übernächste Runde könnte ich dann eine Wunde schlagen, wenn ihr wollt. Hartmann, warte mal, du wolltest mich voll heilen noch, oder? Entschuldigung, das habe ich vergessen, das mache ich noch. Das gehört auch zu meinem Zug, deswegen habe ich es nicht noch ausliegen gehabt. Ich heile dich um 5, aber du kannst nur 4 nehmen, dann bist du auf Maximum. Ja. Die oberen Hälfte von Reinvigorating Elixir und der letzten Anwendung von Potent Portables. Mhm, passt, ja. Nein, das ist zu spät. Ich muss eh zurückgehen. Ja. Du bist noch immer dran, Hartmar, gell? Ja, ich bin jetzt fertig. Ja, entschuldige mich. Ich muss nächste Runde eine. Achso, ich muss nicht zurückgehen. Es ist jetzt der andere dran. Schade. Ich hätte gerne einen Angriff gemacht. Na, du hast so einen schönen Pierce-Angriff. Kannst du den Dings nicht umbringen? Den Living Spirit mit dem Angriff? Er kommt nicht hin. Ah, okay. Kommt nicht hin. Das ist so eine tolle Karte, die Pierce-Karte für dieses Szenario. Die Champion. Die wirst du eh noch brauchen. So, na warte mal. Der hat einen Heal 1, ja, das ist blöd. Das bringt gar nichts, ihn jetzt anzugreifen. Null. Nee, schau, dass du aus der Reichweite kommst. Einfach zwei Felder zurück und das war's. Ja. Und das habe ich wieder mal geschenkt. So. Gut, dann bin ich dran. Ja, nicht dahin. Nicht dahin. Ja, das ist das, was ich sehe bei mir. Das ist blöder. So. Ich bewege mich zwei Felder vor mit Crushing Grasp. Und verwende Sentient Growth auf Mahatma. Heile ich um 2. Ja. Jetzt bin ich genau auf Maximum. Nein, ich bin jetzt. Nein, du musst auf Maximum sein jetzt. 11. Ja, nein, du bist Level 4 schon. Nein, du bist 4, oder? Level 4, ich bin. Ja. Stimmt, ja. Okay. Aber wir sind halbwegs gewappnet, dass man hoffentlich nicht. Muss eine Long Rest machen, dass die Wund bekommt. Muss eine Long Rest machen, müssen wir auch ausreden. Ja, na, das diskutieren wir noch, sobald der René dran war und die ganzen Viecher. 70 ist der René. Da ist zuerst sind die Kultisten dran. Ja, genau. Die beschwören normale Living Spirits. Einen hier, das ist Nummer 2. Und einen hier. Nummer 3. So. 2 Leben jeweils.
und der Kultist verliert sich und das haben wir gut gemacht. Das haben wir echt gut gemacht, wir sind so super. Und schon ist er, und ist er näher dem Tod. Super. So, jetzt fangen die Eliten an. Fangen wir mit Elite 1 an, bewegt sich drei Felder und macht dann nichts. Weil der andere ich bin vorher sich dran. Steigerweise zurückgezogen hat. Ah ja, entschuldige, ja. Wie ist das mit dem Living Spirit 3? Würde der da durch die Spike Trap durchgehen, damit er daher kommt? Nein, er geht um sie herum, auch wenn das bedeutet, dass er dich dann nicht in Reichweite hat. Schade eigentlich. Durch eine Falle geht ein Monster nur dann durch, wenn es überhaupt keinen anderen Weg gibt. Okay, gut. Na dann stelle ich mich. Naja, ja, genau, weil dann stelle ich mich daher, dann bin ich nicht in Reichweite. Und mach die obere Hälfte von Crackling Air. Ich verbrauche die Windenergie. Verbrauchst den Wind? Puh. Dann ist es doch knapper als ich dachte mit meinen Karten. Das wird jetzt noch zart. Ja, wir sind alle schon recht knapp. Es wird sehr knapp werden. So oder so. So, aber jetzt sind die, die Lebensspells dran. Der Nummer 1 geht in die Tür. Dann sind alle aus der Reichweite. Nummer 4 ist das nächste dran. Der geht, wie weit geht er vor? Der geht nur ein Feld vor, weil dann hat er den, Fokus, das ist der Crackheart in Reichweite. Und greift jetzt mit Angriff 5 an. Oh je. Yeah. Nein, ist er plus 0. Nein, oh je, yeah. Ich habe den ganzen Stapel offenbar gezogen. Michi, wir machen folgendes. Ich nehme den ganzen Stapel, mische und ziehe eine neue Karte. Ist das okay mit dir? Ja, geht nicht anders. Ja, nein, es geht anders. Verbockt. Wir nehmen das mal 2 und du kriegst 5 Schaden. Deswegen, ich gebe dir die Auswahl. Es macht vom Erwartungswert keinen Unterschied, aber die Varianz ist natürlich jetzt eine andere. Ja, okay. Wir nehmen die zweimal und ja, fertig. Und ziehe einen Schaden ab wegen meinem Chainmail. Und ich mische den ganzen Stapel jetzt. Um 4 Schaden. Ja. So. Ah, wobei, andererseits, warte mal, haben wir nicht, der ist gerade beschworen, der kommt jetzt schon, der bewegt sich schon. Ja. Haben wir? Das hab ich lange Zeit falsch gemacht, aber es steht in den Regeln, frisch beschworene Monster agieren gleich, wenn wir jemanden beschwören, dann wartet er eine Runde. Ja, super. So, Living Spirit Nummer 3. Darf sich, glaube ich, zwei Felder bewegen und wir können uns die Seite aussuchen. Sagt ihr, wo ihn haben wollt. Ja, ist okay. Und Nummer 2 bewegt sich ein. Nein, muss er sich überhaupt bewegen? Was ist er für Reichweite? 3 minus 1, er muss sich bewegen. Er muss zwei Felder sich bewegen. Kommt er soweit? Naja, da oder könnte er hergehen. Soweit kommt er. Ja, oder er kann, sich genau zwei Felder bewegen. Nein, wir stellen sie lieber zusammen, ja. Gell? Und jetzt greift er dich an mit Angriff. Okay. Die Runde ist, glaube ich, abgeschlossen. Elemente haben wir eh keine mehr. Wir gehen in die nächste Runde. Ande? Nein, nicht Ande, Michi. Ich mache eine Short Rest. Ich bin sehr für eine Short Rest, auch wenn die Wunde wegfällt. Hab noch zwei Karten. Achso, du kannst die Runde noch was machen. Okay, ich mache eine Short Rest. Ja, ich verliere eine Heilkarte, aber ich glaube, das ist unter Umständen akzeptabel. So. Ja, und jetzt müssen wir uns absprechen. Das schaut ganz, ganz schlecht aus. Erreicht's ihr oben den Kultisten? Also rein theoretisch könnte ich ihn schon erreichen, wenn ich da direkt vor der Tür stehe. Ich werde die Runde keinen Schaden machen. Also. Es ist so, ich könnte den Kultisten jetzt ordentlich treffen. Na, dann werde ich schauen, dass ich ihn auch ordentlich treffe.
Nur wir hängen wirklich davon ab, dass ich jetzt keinen Patzer ziehe. Ah, nein, stopp, was ganz anderes. Du wirst mich heilen. Ich könnte dich heilen und dir deine Karten zurückgeben.